Musst du das andauernd fragen? Ich melde mich schon, wenn ich was entdecke. Das waren noch die zwei Kerle. Hast ja recht. Wahrscheinlich hat mich Dr. Marcel langsam mit seinem Wahnsinn angesteckt. Seit wir diesen Stoffhasen am See gefunden haben, ist er wie besessen. Wir sollten uns um Patienten kümmern, nicht im Moor rumstochern. Und dann dieser absurde Plan mit der Hypnosepuppe. Hör bloß auf. Und such lieber weiter. Hast du mittlerweile eigentlich was gefunden? Tja. Lilly hatte genug gehört. Die Männer in Weiß waren anscheinend Handlanger von Dr. Marcel. Offenbar war Ednas Sorge berechtigt gewesen. Dr. Marcel schien wirklich nach ihr zu suchen. Nun galt es mehr denn je, Ednas Versteck zu finden. Also als wir zwischen Kamin und Co. nach links wollten und dann kam von wegen Hastin Taser, das waren ja genau deren beiden Sprechblubberblasen. So, Gerrit, Wärter der Anstalt, Futterkrippe. An der Futterkrippe hing ein Schild. Säbelzahnwildschweine nicht füttern. Säbelzahnwildschweine sind äußerst gefährlich. Im Falle einer Begegnung keinesfalls wie ein braves Klosterschulmädchen aussehen. Säbelzahnwildschweine sind nachtaktiv, werden bis zu 2 Meter groß und lauern gerne in allen Schatten. Sie sind häufig in der Nähe von Revierkraut anzutreffen, da sie an den Blättern der Pflanze ihr Revier markieren. Also meiden sie nach Anbruch der Nacht Gebiete, in denen dieses Kraut wächst. Der Förster. Lilly hätte die Warnung ja gerne beherzigt, aber sie hatte keine Ahnung, woran sie Revierkraut erkennen sollte. Ja, ich sollte nicht mit ihnen reden, oder? Lilly wollte die Pfleger lieber nicht auf... Den kann ich dann auch nicht reden. Hast du auch was gehört? Ich weiß nicht. Hoffentlich nicht schon wieder eins von diesen Säbelzahnwildschweinen. Ich bin immer noch ganz aus der Puste. Garrett tat, was er am besten konnte. Lausch. Hast du auch was gehört? Ich weiß. Hoffentlich nicht. Ich bin immer noch ganz... Offenbar Dr. Marcel nun geil. Nicht irgendwas machen. Luftpumpe, Neondrink, Valium. Lilly wollte die... Ich muss doch irgendwas machen können hier. Lilly hatte gehört. Wie sollte das... Garrett war out. Lilly war wohl wieder mal... Irgendwas können wir doch hier bestimmt machen. Warum kann ich hier hin? Oder kann ich da nicht rein? Du sollst dich nicht ange... Ich wollte ihm jetzt meinen Wolknoll geben wieder, damit er mich wieder hypnotisiert. Was übersehe ich denn gerade? Verbote. Welche können wir umgehen? Erwachsenen widersprechen? Feuer machen. Hilft uns aber allgemein gerade wenig. Möchtest du denn einen Neon-Trink? Ich kann nichts trinken und du... Erstens bist du... Zweitens würde ich dich nur... Und ich habe auch so schon viel... Was? Kann ich eventuell der Miranja den guten Trink geben? Ja, nicht Feuer. Oh, was hast du denn da? Ist das etwa was? Warte mal. Nein, nein und nochmals nein. Ich kenne ihren siamesischen Zwillingsbruder nicht. Und ich werde ihn auch nicht suchen gehen. Wenn ich doch nur Ohrenstöpsel hätte. Miranja war... Ohrenstöpsel. Hm? Was? Oh. Was hast du denn da? Sind das etwa Ohrenstöpsel? Großartig. Danke. Das ist ja genau das, was ich jetzt brauche. Nein. Die sind zu groß. So. Hallo? Hört mich jemand? Ah, viel besser. Ja, laut und deutlich. Wer will denn als erstes an die Reihe? Max Mixo? Oh, das hätte ich mir denken können. Du kannst mir nicht zufällig noch einen Gefallen tun, oder? Aha. Es geht um Max Mixo, den ehemaligen Barkeeper der Dorfkneipe. Er macht sich Sorgen um sein Vermächtnis, das Geheimnis seines ultimativen Drinks, der Volcano Berserker. Er hatte immer gehofft, dass ihn dieser Drink eines Tages unsterblich macht. Wir wissen beide, dass dieser Plan nicht aufgegangen ist. Aber nun hat er das Rezept buchstäblich mit ins Grab genommen.
Und er wollte es doch so gern der Nachwelt hinterlassen. Es ist ganz einfach. Der Drink besteht nur aus 3 Zutaten. Mhm. Weingummi, Revierkraut und einer Chilischote. Hast du das? Aha. Danke. Vielleicht wird der große Max Mixo jetzt endlich seine Ruhe finden. Und ich erstmal. Hier ist jetzt ein Prospekt drin. Revierkraut, Chilischote, Weingummi, was ich da schön reingeschrieben habe. Okay. Dann heben wir uns auch die Weingummis auf. Chilischote haben wir, dann braucht man noch Revierkraut. Da haben wir ja auch was drüber gelesen. Nicht der hinterauf, kleine Lilly. Zur Brücke. 2.50 Uhr ist es also morgen. An der Futter Säbelzahn im Fall Säbel. Sie sind also der Först. Lilly hätte die. Aber sie hatte keine Ahnung, woran sie Revierkraut. Woran erkennt man Revierkraut? Wobei, da kann uns eventuell der Barkeeper ja weiterhelfen. Ja. Ist das hier gerade. Wenn du etwas bestellen willst. Ein Vulkan. Hast du denn auch alle zu. Nein, dann kann ich. Hundeautomat. Um den Auto und einen. Um den Automaten zu be. Und ein. Das brauchen wir für einen Drink. Wir brauchen einen Kugelfisch. Wobei Kugelfisch. Flunder ist doch das Platte und wir haben eine Luftpumpe. Dann brauchen wir eine Flunder, Luftpumpe aufpumpen, dann können wir uns den nächsten. Sicher hätten sich die Seenotopfer auch darüber. Leider passt. Passt nicht in den Schlitz. Lilly hatte gehört, da, wie sollte. Wie kriegen nachdem wir ihr der Ver. Das ist alles Schwachsinn. Wie kriegen wir da das Geld raus? Ich weiß ja, was man jetzt machen muss. Bloß wie man das Geld da rauskriegt. Um den Automaten zu. Und eine. Okay, also nochmal zu Miranja. Vielleicht kann die uns helfen. Warte! Ich habe hier noch einige Seancen abzuwickeln. Wer will denn als erstes an die Reihe? Hatten wir schon mal alles. Nur weil Lilly wieder mit dem Feuer spielen durfte, sie sparte sich diese Option. Lilly konnte die Lösung für ihre. Okay. Hinterhof. Pizzakartonfahrer. Das musste das Poli. Irgendwas muss man mit diesem Fahrrad machen können. Lilly hatte keine. Sie musste es wohl alleine. Wahrscheinlich war sie. Lilly hätte gerne. Aber er war nicht zu. Löwe ist also nicht zu Hause. Irgendwie muss das doch gehen. Was soll das werden? Ein bisschen, du weißt schon, dass. Oh, jetzt guck mal nicht so traurig. Es war ja nicht böse gemeint. Ich nehme ja alles zurück. Straftaten sind ja nicht weiter schlimm. Was? Hauptsache, du lächelst wieder. Sind ja nicht weiter schlimm. Die Karte lag außer Reichweite. Wobei ich auch nicht weiß, was ich machen soll, wenn ich diesen dritten. Den Drink hier hab. Betäubungsgift Sunny Cup. Und wen soll ich den Neon-Drink geben? Weil wir haben jetzt einen Drink. Was machen wir mit diesem einen Drink? Was ist? Stimmt irgendetwas mit deinem Drink nicht?
Der schmeckt doch bestens. Und dieses Schimmern auf der Netzhaut, das gehört so. Lass mal stecken, Kleine. Solange du alle Zutaten dabei hast, gehen die Drinks heute aufs Haus. Wenn du etwas bestellen willst... Lass mal stecken, solange... Wenn... Also wir haben ja... Wir müssen irgendwo diese Sammeldose aufbekommen. Wenn wir die aufkriegen... Wenn wir das Geld da reinstecken, kriegen wir Flunder, pusten die auf, haben Kugelfisch. So ist zumindest gerade mal meine Theorie. Hm? Was? Was war das gerade? Oh, was hast du? Ist das etwa... Was? Warte mal. Miranja, schade. Warte mal. Das wurde mir gar nicht angezeigt. Wie geht's also noch weiter? Ja. Es brachte mir jetzt was? Jetzt geht's wieder zurück. Warum? Irgendwas muss es doch hier noch geben. Lilly lauscht. Du weißt, was alles muss. Aber da waren keine. Zumindest keine, die sie noch nicht kannte. Ich muss an das Geld in der Sammeldose rankommen. Nur weil sie Wie komme ich an das Geld heran? Dann, 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 dann. Was mit der Futterkrippe eventuell? Lilly bezweifelte, dass sie... Aber sie durfte sie ja ohne... Aber Lilly, hast du das Schild etwa nicht gelesen? Du darfst die Wildschweine nicht füttern. Das hat der Förster so angeordnet. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Aber das weißt du ja zum Glück selber. Wie kann ich mich wieder selbst in Trance setzen? Hast du das? Du darfst. Du sollst. Aber. Lilly wollte die. Lilly offenbar war Dr. Mart nun Garrett Ta. Hast du auch was gehört? Hey, an der Futter. Sie sind halt der Lilly, aber. Was kann ich denn machen? Dum, dum, diddle, dum, dum, diddle, dum, 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 dum. Ich muss irgendwie an das Geld rankommen. Lilly wollte. Ich weiß nicht wie. Das Mordes bringt mir auch gerade rein gar nichts. Du sollst.